Also ich glaube, mein Tipp wäre, nicht runtergucken. Ich glaube, schön den Blick geradeaus haben und sich wirklich darauf konzentrieren, dass man in die Kamera guckt, dass man toll modelt, das Kleid gut rüberbringt. Und ich würde nicht links und rechts vorher gucken. Von hier sieht es echt nicht schlimm aus, aber als wir dort vorhin standen, war das schon boah. Ich glaube, also das mit dem, ich glaube, mittlerweile ist nicht mal mehr diese Höhe, sondern einfach dieses, das Wippen, ne? Dieses in den Rhythmus reinkommen, ne? Also ist schon so, dass mich das auch ein bisschen stört, dass ich noch keinen Job habe. Aber da muss ich halt dann beim Shooting und beim Walk immer umso mehr überzeugen, als die, die eine Einladung und einen Job haben, ne? Wünscht mir Glück. Tschüssi, ich seh dich. Ja. Hallo, willkommen. Aber so wie du strahlst, kann da nichts mehr schief gehen. Na, ja? Das hoffe ich auch. Natürlich ist für die Erste immer so ein bisschen, die muss dann den anderen so Bericht erstatten und man selber ist so, man fällt sozusagen ins kalte Wasser. Genießt den Moment. Wirklich. Also, ich viel Erfolg, ja? Dankeschön. Warum ist er jetzt schon schlecht? Ja. Wenn man das so sieht, natürlich ist, ich glaube, sie hat einen Vorteil dadurch, dass sie die Erste ist. Ich glaube, sie hat einen Vorteil dadurch, dass sie Spaß an der Höhe hat. Ja. Oh, hier kommt sie. Glitzer, Glitzer. Hi, Luca. Hallo. Juhu. Luca lacht. Luca ist happy noch. Alles gut bei dir, Luca? Bis jetzt schon. Ja? Ja. Das ist doch gar nichts. Das sind nur 18 Meter. Na, dann ist ja gut. Hallo. Nach rechts, in der Bin ich echt mal gespannt, weil es ist die ersten Schritte, wenn es anfängt zu schweben. Man muss sich sehr, sehr schnell. Hast du gemerkt, dass man, wenn man sich an den Rhythmus anpasst, dass man dann besser geht? Ja. Hast du versucht, dich an diesen Schwingrhythmus anzupassen? Ja. Aber das muss halt ganz, ganz schnell gehen, dieses Anpassen. Meine Woche war auf jeden Fall jetzt nicht die stärkste, so ein bisschen durchwachsen. Es könnte schon sein für mich, dass es Abschied heißt. Ja, ich würde ja schon gerne mal da oben stehen, aber dann würde ich mich nicht tragen. Lauf doch einmal rüber. Nee, das trage ich nicht. Doch, lauf mal rüber. Komm, bitte. Ja, guck mal, das bounced richtig. Schön. Sie macht es sehr geschickt, dass sie versucht, dieses Schwingen auszubalancieren und sie zieht die Schritte trotzdem groß. Yay, Luca! Und wir lieben einen Jumpsuit 2-in-1. Also, sie hat mit der Höhe überhaupt kein Problem. Ja, guck mal mit Drehung. Oh, 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 oh. Wie fandst du die, Luca? Also ich fand mega, dass sie sich das getraut hat mit der Drehung. Ich finde ihren Look total gut. Ich finde, sie hat toll in die Kamera geguckt. Also ich würde sagen, das war ein richtig guter Start. Hat sie gut gemacht. Hallo. I'm back. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, in der Mitte schwingt es am meisten. Du läufst halt los und dann merkst du schon, dass es ein bisschen schwingt. Aber mit den ersten 2, 3 Schritten, glaube ich, geht das dann wieder. Ich fühle mich auf jeden Fall erleichtert, dass ich es jetzt endlich hinter mir habe. Aber ich konnte es trotzdem auch genießen und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich habe nicht einfach nur Walken gemacht, sondern auch ein bisschen mehr. Deswegen habe ich da auf jeden Fall auch ein ganz gutes Gefühl. Guck mal, wie super sie läuft. Guck mal. Ist aber lässig. Ja. Und, macht sie eine Drehung?
Nee, Drehung hat sie jetzt nicht gemacht wie die Luca, aber... Aber ich muss sagen, sie läuft sehr, sehr, sehr gut. Ne? Ja. Also, wow. Ja. Hi, Romina. Hallo. Hallo, Romina. Jetzt gilt's. Kannst du dich erinnern, was ich dir gesagt hatte? Nicht runtergucken. Fokussierung. Spaß haben, ja. Ausblenden, Nebengeräusche ausblenden. Und dann gilt nur der, es gilt nur der Walk. Na gut, dann gucken wir mal. Die ersten beiden waren schon richtig gut. Also. Ja. Aber sie ist jemand, sie hat Höhenangst. Ja, sie hat Höhenangst? Sie hat Höhenangst, ja. Okay. Und hat sie Angst auf dem Gesicht schon? Hallo Romina! Oh. Das hätte ich vielleicht doch nicht machen sollen. Ja, sie hat schon runtergeguckt. Sie so, oh Gott, nee, doch nicht. Ja, ich habe vorhin noch gesagt, ich würde nicht runtergucken vorher. Ablenkungsmanöver. Oh mein Gott, es geht gleich los. Hi. Geländer gucken. Ja, sie atmet schon tief durch, ne? Ist auch eine kleine Maus. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht nach unten zu gucken. Ich habe jetzt schon nach unten geguckt. Ich bin aufgeregt. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ja, ich will jetzt anfangen. I've learned to lose, you can't afford to. Sie ist komplett fokussiert, guck mal. Mhm. Aber guck mal, hat sie nicht ein bildhübsches Gesicht? Ja, super Gesicht. Geht einfach, mega. Hey. Oh. Die Schritte sind ein bisschen wackeliger als bei den anderen. Sie geht einfach normal. Wow. Aber ich finde, im Gesicht merkt man ihr jetzt nichts von der Höhenangst da. Nein, überhaupt nicht. Das sind meine Mädels. Die sind tough. Ja, Romina. Schön. Guck mal. Die Angst kann ich hier nicht ansehen. Hier. Nee. Schöner Look noch am Ende. Im Vergleich zu Ashley läuft sie nicht so lässig. Aber das Wichtigste ist, sie hat ihre Angst im Griff. Ich hab's geschafft, oh mein Gott. Es ist. Puh, okay, das reicht jetzt auch. Ich habe versucht, alles auszublenden, alles zu vergessen und habe einfach gemacht. Oh mein Gott. Irgendwie war alles plötzlich aus. Ich habe nicht mehr gespürt, dass es arschkalt ist. Ich habe nicht mehr gespürt, dass ich Höhenangst habe. Es hat. Das war ganz cool, ja? Und jetzt will ich nie wieder auch nur 3 Meter in die Höhe gehen. Ich habe diese Woche einen Job bekommen. Ich habe meine Höhenangst überwunden. Okay, überwunden ist sie nicht, sie ist noch da, aber ich habe wenigstens so getan, als wäre sie nicht da. Und hoffentlich bin ich gleich bei der Top 8 dabei. Also mir geht's echt, mir könnte es nicht besser gehen. Sascha! Hallo Heidi! Bist du dabei? Ja klar! Sie wirkt nicht, als ob sie Angst hat. Nee, Sascha hat immer Bock. Sie geht da auf jeden Fall sehr selbstverständlich rüber. Ja, die hat gar keine Angst. Ja. Das sah wackeliger aus bei ihr als bei Romina, aber ich glaube, weil sie langsam gegangen ist. Weißt du, was ich meine? Sie war bis jetzt eine der Schwächeren so vom Walk auf jeden Fall. Die Musik fängt an und sie. Hör mal, das war aber ein ganz komischer Anfang, ja? Mein Walk und den Rhythmus von der Musik und den Rhythmus von dem Bass hat nichts gepasst. Sie läuft unsicherer und wippender als die anderen Mädels. Also sie trifft den Rhythmus überhaupt nicht.
aber ich habe nicht an mein Gesicht merken lassen. Man hat gesehen, es war einfach, nichts hat gepasst. Also die Enthüllung mit dem Kleid war jetzt auch nicht die Bombe, ne? Das war einfach okay aufgemacht, runterhängen lassen. Also Gesicht ist sie trotzdem immer toll irgendwie, ja. Aber der Walk war... Ja. War nicht so der Knaller. Nee. Das wird Heidi auf jeden Fall entscheiden, ob das jetzt reicht für den Tag. Es ist so kalt hier. Wann kommst du denn mal mich ein bisschen aufwärmen? Wir haben gesagt, du hast dich nicht getraut, deswegen bist du zu Hause geblieben. Du hast immer noch die Möglichkeit, schnell hinzukommen, das schnell zu machen. Du hast immer noch die Möglichkeit, dich zu beweisen. Du hast immer noch die Möglichkeit, dich zu beweisen. Aber ich habe all ganz Deutschland gesagt, dass du dich nicht getraut hast. Ja. Ne? Darum musste. Könnt ihr ruhig mal abfilmen hier, ne? Darum, mein Mann hat sich nicht getraut und deswegen ist er. Darum musste der starke Zwillingsbruder ran. Alles unter 100 Meter, jetzt sag mal. Memme nennt man das auch.